Lehrerinnen und Lehrer, die müssen nichts anderes tun, als was sie bisher gemacht haben, nämlich Schule geben. Diese Struktur der Schule ist das Wichtigste für diese Kinder. Also was diese Kinder brauchen, ist ganz einfach ein Tagesablauf, gewisse Rituale, eine Bezugsperson, die für sie da ist, wenn sie was fragen möchten. Man kann Rituale einführen, zum Beispiel eine Gefühlswand in der Unterstufe. Die Kinder kommen am Morgen und können sie ihre Gefühle darstellen mit einer Sonne oder einer Wolke oder einem Blitz. Oder man kann ein Schutztier basteln. Und dieses Schutztier ist in der Nähe des Kindes. Das Kind sieht dieses Tier im Schulzimmer. Das sind einige konkrete Kleinigkeiten, die aber sehr bedeutsam sind in Bezug auf Rituale. Die Schule ist eine Art Insel, wo die Kinder sich auch erholen können von diesen Strapazen. Und wie gesagt, die Beziehung ist da sehr wichtig. Und nicht unbedingt, dass wir sofort denken, diese Kinder haben irgendwelche Probleme. Selbstverständlich, sie haben eine akute Stresssituation erlebt, einige von ihnen möglicherweise auch Traumatisierungen, aber nicht jedes Trauma traumatisiert. Und wir gehen davon aus, dass die meisten dieser Kinder gut lernen können. Allerdings gibt es schon auch die Schwierigkeit, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer nie wirklich weiß, wie ein Kind reagiert. Die Kinder reagieren sehr unterschiedlich, auch vom Alter abhängig. Einige reagieren mit Depression oder sie ziehen sich zurück, andere sind eher aufbrausend. Einige reagieren mit einer Lernblockade für eine Zeit lang, andere mit aufmüpfiges Verhalten, also es kann alles sein. Es ist wichtig, dass Lehrerinnen auch ihre Grenzen kennen und bei Bedarf auch unterstützende Dienste wie ein schulpsychologischer Dienst, ein kinderpsychiatrischer Dienst einschalten können. Die Eltern von diesen in die Schweiz geflüchteten Kindern aus der Ukraine, die sind jetzt am wichtigsten. Also die Eltern, die da sind, die Mutter, die da ist, der Vater, der nicht da ist. Und mit der Mutter, es ist eine dringende Empfehlung, soll die Lehrerin in Kontakt sein, bei Bedarf mit Hilfe von einer Vermittlerperson oder einer Übersetzerin. Und die Lehrerin oder der Lehrer muss wissen, dass diese Eltern sehr belastet sind durch die Situation. Das heißt, es kann sein, dass sie nicht sofort positiv reagieren, wenn eine Lehrerin zum Beispiel eine Hilfe organisieren will. Weil sie möchte nicht, dass das Kind jetzt auffällt als etwas Besonderes in der Klasse. Da ist ein behutsames Vorgehen wichtig. Jedenfalls, die Beziehung ist auch da im Zentrum und beruhigen und in Kontakt bleiben, das ist das Wichtigste.